Kapitel 12 Ein besseres Leben. Es wird einfach nicht besser. Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Nager einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Jetzt muss ich mal eben schauen, das ist alles aufgeladen. Ne, da wollen wir wahrscheinlich nicht runter. Ne, wir müssen den Weg hier entlang laufen. Ja, in der letzten Folge sind wir ja irgendwie herbe gescheitert. Das hatte ich schon geahnt, sowas. Es geht runter. Ja. Das war ja beim ersten Teil auch nicht viel anders. Oh, er ist tot. Hier. Es muss sein. Tut mir leid. Ja, Verzeihung. Kommt, gehen wir. Wieso Verzeihung? Hallo? Der kann wenigstens nach seinem Tod noch dafür sorgen, dass sie nicht sterben. Gut, ab jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Hugo, sag uns, wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich weg. Also gut, zum Hafen. Kommt. Oh nee. Hey, Madame! Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung. Ich... Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Ja, weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow, seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut, wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Für dich. Was auch passiert, du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja, sei vorsichtig. Keine Sorge, ich habe von euch beiden gelernt. Und sie hat immer noch das Prisma. Zeigt uns den Weg. Ich denke mal, wir müssen mit ihm mitgehen. Was sagen wir ihr? Die Wahrheit. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich, mein Held. Schnell, bevor sie zurückkommen. Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Vorsicht! Zurück! Oh, wie der kaputte Wagen, den wir gesehen haben. Ja. Wo haben Sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer. Jetzt seid ihr sicher. Lassen? Ich schätze, wir müssen genau diesen Weg dann gleich nochmal zurück, wenn alles voller Ratten ist. Ist keine Evakuierung geplant? Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Zur Brücke! Stellung halten! Macht mehr Feuer auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Ich brauche hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Helft mir bitte hiermit! Die Ratten rücken an der Ostflanke vor! Wir brauchen dort Fackeln! Sie müssen hier weg. Ja, niemand kann sie besiegen. Wir brauchen ihn für die Verletzten. Und meine Sachen. Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar. Verstanden. Viel Glück. Legt Gräben an und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Und wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr tot. Ich will Feuer sehen. Wurde der Karren repariert? War das nicht gerade dieser Arsch, gegen den wir kämpfen mussten? Noch einer. Ach, hör doch auf. Das Ding ist so alt, dass es jederzeit hochgehen könnte. Hier oben sind Verletzte. Ist kein schöner Anblick. Das Kind sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Da sind noch mehr. Mein Arm! Es brennt! Das
Das sind die, die gebissen wurden. Ja, bald breitet es sich aus. Nein! Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein! Nein! Sei vernünftig. Es kommen noch mehr Verletzte. Ganz sicher. Ist das die Ankunft des Sohnes? Der Sohn sollte uns in helle Tage führen. Nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder! Das ist doch 100 pro eine Falle. Dank sei dem Grafen für diese Speise. Ist nicht viel, aber wir müssen die Vorräte einteilen. Beten wir, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Das ist meine Schuld. Psch, bitte. Dass der auch immer so dumm ist, mitten unter den Leuten darüber zu reden. Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Hierdurch. Warum bringt er uns um? Besänftigt eure Herzen und betet. Betet zu ihm. Viel Glück. Mama! Ihr seid hier. Mein Gott, ihr lebt. Mutter, komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf? Nicht schlimm, keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum? Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja, im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet, in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin. Und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest. Im 6. Jahrhundert war die... Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber... Es begann also hier? Mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja. Mutter, Magister Vaudor sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will. Wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überleg doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind, vielleicht hört die Pest auf. Mit der Zeit. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Doch niemals deinen, Beschützerin. Ja. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher. Wir wären mächtig und groß. Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Gut. Bringt mich zu ihm. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Folgt mir. Kann man das mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Den Grafen sollte man besser nicht warten lassen. Kommt. Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar. Werde ich. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus! Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut, dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Und glaubt daran, es ist noch nicht vorbei. Jawohl! Komm, ich brauche dich. Verstanden. Graf.
würde ja lieber direkt umkehren und abhauen, wenn ich ehrlich bin. Ihr habt diese Biester überlebt? Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich, denke ich. Stimmt. Aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja. Brüder und Schwestern, ich bitte euch, fürchtet euch nicht. Die Ratten sind die Vorboten des Sohnes der Glutasche. Bald kehrt er zurück. Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint, die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja. Das war so klar. Emily will den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, nein, hört zu! Ihr liegt mit allem falsch! Mit eurem Kult, mit allem! Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emily, ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Ihr habt sie angelogen! Nimm dein Schicksal an! Miststück! Ico, lauf! Ja, lauf du mal! Das nennt die Laufen. Wie kannst du es wagen? Komm zurück! Zurück! Halt die Klappe! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst sie nicht! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Okay. Schnell! Sag mir nur, wohin ich muss! Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht! Fahr zur Hölle, Arschloch! Genau. Ich wollte geduldig sein! Nein! Nein! Du kriegst sie nicht! Ich finde dich! Du wirst sterben wie ein Köter! Hey, was ist hier los? Ich brauche Hilfe! Bitte, wie komme ich hier raus? Wer bist du? Wo ist sie? Hinter der Arme! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! So, nur wir zwei. Ich muss hier weg. Da bist du ja! Amicia, du bist so laut! Komm schon! Beenden wir. Ja, bleib außer Sicht, toll. Es scheint ungerecht, aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ach, da bist du. Nein. Ach komm, ich hab Y gedrückt. Das ist jetzt nicht fair. Wo ist sie? Hinter der Arme. Sei still. Alle raus hier. Bleib außer Sicht. Komm schon. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht, aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Endlich erwischt. Oh nein. Na komm schon, ich bin langsam echt sauer. Hey, ja, halt die Klappe, zurück. Mann. Nein, betreten verboten. Wo rennst du hin? Es gibt keine Träumen. Kommt natürlich auch so schnell. Jetzt geht er von der Seite. Wieso ging der eben nicht von der Seite? Oh. Jetzt sag mir nicht, der kommt mir jetzt wieder entgegen. Mutter, los!
Lukas, wenn er sie angefasst hat. Es ist zu spät. Sie weiß, dass er existiert. Scheißkerl, Scheißkerl. Ja! Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir. Oh, jetzt geht er durch, Mann. Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf. Gib deinen Bruder auf. Es könnte so einfach sein. Boah, jetzt sei bloß schneller. Sei bloß... Nein! Ach, fick dich! Es ist zum Kotzen! Ja, natürlich kommt er jetzt genau in dem Moment hier durch. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein! Ach, willst du mich verarschen? Ich bin gerade erst durch das Ding durch und der ist schon da, oder was? Ja, lauf bloß nicht. Lauf bloß nicht. Komm. Oh, lauf, Mädel. Tu mir das nicht an. Das kotzt mich so an, dieser Abschnitt hier. Fahr zur Hölle! Du Schwein! Ich muss die anderen finden. Schnell! Ich muss irgendwie wieder nach oben. Meine Schulter ist ein Tor. Ich muss das irgendwie öffnen. Ja, aber wie? Der hängt mir doch direkt auf den Füßen hier. Kommt garantiert jetzt hier rein. Ach ja, kannst natürlich wieder nichts machen hier. Das ist zu laut. Nein! Wie warte du also? Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Ich muss ihn abschütteln. Amicia, du kannst dich dahinter nicht verstecken. Verstecken ist sinnlos. Es gibt kein Entkommen. Ich muss aber dieses scheiß Tor aufmachen. Schneller. Na los, komm schon. Weiter. Du schaffst das. Ich könnte ihn in den Zellen einsperren. Ach, lauf bloß nicht. Mädel. Ganz ehrlich. Du sitzt hier fest? Wohin da bist du? Ja, Amicia. Versteckst du dich? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Tut weh, nicht wahr? Nein, du hast mich nicht gesehen. Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. Ich weiß, wo du bist. Los, los! Versteckst du dich da drüben? Hier bist du. Oh, lauf, 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 lauf. Jetzt sag mir bitte, ob ich links oder rechts muss. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? Läufst du schon wieder weg? Du bist unermüdlich. Hätten meine Männer bloß deine Entschlossenheit. Fuck! Fick dich! Ja, natürlich bleibe ich jetzt hier hängen. Leck mich doch am Arsch. Ey, es ist so ätzend, dieser Abschnitt, ehrlich. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Ja, halt doch die Klappe, echt.
Das meint die mit den Zellen, oder? Kein Ausgang. Kann man da einmal die... Da kann man einmal die Runde laufen. Aha. Ich kann es versuchen, wenn er mich nicht wieder schlägt, obwohl er gar nicht da ist. Oh, verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Ich muss ihn abschütteln. Ja, aber dafür muss er ja erstmal mitkommen. Wo bist du hin? Solltest da eigentlich Leute, mit reinkommen. Du schaffst das. Ich könnte hat ja jetzt mal so in gar den nicht geklappt. Verstecken ist sinnlos. Es gibt kein Entkommen. Nee, offenbar bist du zu blöd, um ihn da reinzusperren. Du sitzt hier fest. Wohin du auch gehst, ich finde dich. Dafür wurde ich ausgebildet. Wo könntest du sein? Nein, hier bin ich nicht. Tut weh, nicht wahr? Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. Genau. Jetzt geh endlich weg. Aber er geht natürlich genau in die falsche Richtung. Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht, das merke ich. Das macht es noch aufregender. Geh doch einfach mal in die andere Richtung, Mann. Ich habe das jetzt 50 Mal oder was neu gestartet. Okay, nur gefühlt 50 Mal. Und es geht mir so dermaßen herbe auf den Sack hier. Oh. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas, sie sind alles, was zählt. Ja, aber das bringt nichts, wenn dieses Arschloch jetzt die ganze Zeit hier vorne rumläuft. Och, nee, ne? Ach, da bist du. Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emily kenne. Komm her, komm. Du sitzt in der Falle. Du kannst dich nicht erinnern. Hier muss ich allerdings da drin umschauen, sonst bringt das alles nichts. Nein, natürlich geht er raus. Was ist das für ein dummer Idiot? Emily mag dich, weißt du? Aber du bist eine zu große Bedrohung. Für uns. Für den Sohn. Boah, jetzt geh da endlich hin. Ich weiß auch nicht, warum ich den da nicht einsperren kann, obwohl sie sagt, dass man ihn da einsperren soll. Also... Stella, na los, komm schon! Los, los! Misha, komm zu mir! Wenn jetzt noch fähig wäre zu laufen, dann wäre alles gut. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? Läufst du schon wieder weg? Du bist unermüdlich! Halt deine Klappe! Du hast es geschafft! Oh. Du erinnerst mich an alte Zeiten. An mich? Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn. Ich kann nicht. Lauf vor dem Grafen davon, willst du mich verarschen? Ohnmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, Lukas, sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Also es tut mir leid, aber ich kann jetzt gerade nichts mehr sagen. Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie.
Scheiß auf den Schmerz, ey. Ich musste diese ganzen Abschnitte jetzt gefühlt 50 Mal wiederholen. Habt keine Angst. Oh, fuck. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Er wird geliebt. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Und die Dunkelheit abwehren. Und ich... Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Amicia, nein! Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Nun gut. Eine Aufforderung? Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst? Das bin ich. Vergesst meinen Bruder. Oh, so enthusiastisch. Es brennt ein Feuer in dir. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ich bin keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet zu viel, Feigling! Los, behaupte dich. Sei standhaft. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten, zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Amicia! Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia Derun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Hör auf! Siehst du? Und jetzt kniest du da. Nein! Hört auf! Bitte, hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Victor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark. Eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden, muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich.